Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 30. August, vor einem guten Monat, war es so, dass uns die Firma Zumtobel mitgeteilt hat, sie hätten zwar jetzt 4 Monate lang verhandelt über eine Fortführungslösung, wohlgemerkt eine Fortführungslösung, nachdem sie uns im April mitgeteilt haben, dass sie zumachen wollen, eine Fortführungslösung, die alle Arbeitsplätze erhalten hätte. Alle Arbeitsplätze. Und das war kein Luftschloss, sondern da sind solche Sachen dahinter gesteckt, die hier wahrscheinlich einigermaßen Abscheu auslösen, wie ein Businessplan. Da ist dahinter gesteckt ein Finanzierungskonzept mit einer Zusage der hessischen Landesregierung, das mit einer entsprechenden Bürgschaft zu hinterlegen. Und da gab es sogar einen Unternehmer aus der Lichtbranche, wo Zumtobel herkommt, der gesagt hat, er würde das unheimlich gerne machen. 4 Monate haben sie verhandelt. Und alle haben gedacht, das Ding fliegt. Und dann hat Zumtobel kalte Füße gekriegt und hat gesagt, wir ziehen den Stecker, weil wir Angst haben vor Konkurrenz. Das ist eine bodenlose Sauerei, was hier mit den Menschen gemacht wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was auch klar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass am 30. August wir den Riemen runtergemacht haben und seit einem Monat wird in Usingen nicht mehr gearbeitet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist genau so ein Häuserkampf, wie er gestern Abend hier von dem Bernd erwähnt worden ist. Ein Häuserkampf, wo wir aber nicht alleine sind. Und das fühlt sich gut an, nicht nur hier auf dieser Konferenz, sondern was wir als Solidarität erlebt haben in diesem Monat, das ist großartig. Aber ich sage euch auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, 1 Monat Streik, das ist wirklich lange. Und das geht auf die Knochen und deswegen meinen Respekt, unseren Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen von Zumtobel, die diesen Streik seit einem Monat tragen. Und wir werden immer wieder gefragt, liebe Kolleginnen und Kollegen, für was streikt ihr hier eigentlich? Wir streiken für einen Sozialtarifvertrag. Ein solcher Sozialtarifvertrag heißt, am Ende sind die Arbeitsplätze verloren. Wir haben keine Hoffnung mehr, dass wir noch eine Fortführung hinkriegen. Aber wir haben dem Unternehmen gesagt, bereits vor einem Jahr, als die Standortgefährdung offensichtlich geworden ist, wir haben zu denen gesagt, wenn wir zugemacht wird, dann werden wir es euch richtig teuer machen. Ihr könnt uns die Arbeitsplätze nehmen, aber was ihr uns nicht nehmen könnt, ist unsere Würde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Arbeitgeber haben sehr souverän reagiert auf den Streik. Seit 8. September sind wir offiziell in Streik. Ja, vorher haben wir Dauerbetriebsversammlung gemacht. Nächste Woche zum Thema Kampfformen, ja, regen wir an. Schaut euch das mal an. Wir haben eingeladen, der Betriebsrat kann jetzt wieder eine Betriebsversammlung machen, die reguläre Betriebsversammlung im 4. Quartal. Diese Betriebsversammlung hat eine sehr knappe Tagesordnung. Es sind nur 35 Punkte. Mal gucken, wann wir da damit fertig werden. Ja, also so geht's auch. Das muss halt dann der Arbeitgeber bezahlen. Ja, so als kleine Anregung. Die Arbeitgeber haben dann auf den Streik 2 Tage später damit reagiert, dass sie eine sogenannte vorläufige Betriebsstilllegung verkündet haben. Das kannte ich auch noch nicht. Vorläufige Betriebsstilllegung heißt, keiner kriegt mehr Geld, auch die Kranken kriegen nicht mal Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ja? Also sie treten uns in den Arsch, wo sie können. Wir sagen dazu, das ist Aussperrung. Aussperrung ist nach der hessischen Verfassung verboten. Und man sieht an dieser Stelle auch, sag ich mal, wie schnell ein solcher Streik politisch wird. Aussperrung wird hier zugelassen und die Gerichte und die Politik machen gar nichts. Auch das ist ein Zustand, gegen den wehren wir uns genauso wie alle anderen Streikenden in dieser Republik auch. Aussperrung gehört endgültig verboten hier in diesem unserem Lande. Und da sieht man eben auch,
Gestern war die Rede davon, wie Gewerkschaftsrechte in Spanien eingeschränkt werden, in Griechenland eingeschränkt werden. Das passiert auch tagtäglich hier bei uns und auch dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Deswegen freuen wir uns auch darüber, dass hier auf der Konferenz eben auch diskutiert wird, gewerkschaftsübergreifend, international, was kann man denn nun eigentlich machen. Getragen wird die Auseinandersetzung und dieser Streik seit einem Monat von der Fantasie und der Solidarität der Kolleginnen und Kollegen. Und da sage ich auch zu der Diskussion, die gestern Abend hier geführt worden ist, über Rassismus, über Ausländerfeindlichkeit. In diesem Streik ist es scheißegal, welche Nationalität die Kolleginnen und Kollegen sind. Wir stehen hier zusammen und gemeinsam und wir werden gemeinsam diese Auseinandersetzung führen. Und wir haben eine Bitte zum Thema Solidarität. Ich bin gestern zufälligerweise reingekommen, als die Arbeitgeberseite, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, Telefonkonferenz hatte, ja, und sowas. Dabei hörte ich folgende Worte vom Kommunikationsberater des Unternehmens. Das ist unser guter Freund, Herr Freiherr von Firks, ein sehr angenehmer Mensch. Wir lieben ihn sehr, ja. So, Herr Freiherr von Firks sprach ins Mikrofon und die haben die Tür nicht schnell genug zugemacht, ja, und sowas. Uns wäre ja, dem Unternehmen wäre ja angesagt worden, dass die Auseinandersetzung in die Republik getragen wird. Ja? Und er wolle mal feststellen, dass das nicht gelingen würde. Die Auseinandersetzung wäre nur regional begrenzt. Ja? Liebe Kolleginnen und Kollegen, helft uns dabei, Herrn Freiherr von Firks in den Arsch zu treten. Bitte schön. Ja? Ja? Berichtet überall von diesem Streik, berichtet von diesem Streik, zeigt Solidarität. Der Ralf sagt nachher nochmal, wie man das machen kann. Ja? Und wir müssen letztendlich, das verbindet uns auch mit dem, was der Alex vorhin gesagt hat für Verdi, wir müssen unter Bedingungen kämpfen, wo wir eben nicht ein Automobilzulieferer sind, die innerhalb von 2 Minuten dann Wirkung entfalten können, weil dann der Daimler in Sindelfingen steht. Wir müssen unter Bedingungen kämpfen, wo die wirtschaftliche Wirkung begrenzt ist. Wir haben schon eine wirtschaftliche Wirkung, so ist es nicht. Ja? Und so. Aber der viel größere Punkt ist der, wir müssen die Marke zum Tobel treffen, wir müssen den Namen treffen. Und ich sage euch eins, um den sportlichen Ehrgeiz mal ein bisschen anzureizen an dieser Stelle und auch zu zeigen, wie krank dieses System eigentlich ist. Seit dem 30. August, seit der Bekanntgabe der Schließungsabsicht von Usingen, ist bei dem börsennotierten Unternehmen zum Tobel der Kurs um 20% gestiegen. Das stinkt zum Himmel und da sollten wir uns alle dagegen wenden. Bitte helft mit dabei, dass wir diese Leute treffen, die sowas zu verantworten haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann wird es auch so sein, dass das Motto dieser Konferenz, gemeinsam gewinnen, eben auch in Usingen dann auch praktisch werden wird. Diese Auseinandersetzung wird noch lange dauern, fürchten wir. Wir sind jetzt einen Monat im Streik. Wir fürchten, dass es noch einen Monat weitergeht. Und wenn wir Pech haben, dauert es noch länger. Ein solcher Streik wird getragen von Solidarität. Um diese bitten wir an dieser Stelle. Ich würde gerne noch mal hinweisen auf das Treffen der hessischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter heute um 16.30 Uhr. Da würde ich gerne mit euch auch noch mal drüber reden, was wir machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Solidarität. Der Hans-Jürgen Hinzer von der NGG, ja, der hiermit zum Ehrenmetaller erklärt wird, ja, ob es ihm passt oder nicht. Ja. Hans-Jürgen, du würdest dich immerhin begeben in die größte Gewerkschaft der freien westlichen Welt. Ja? Und so, der Hans-Jürgen hat als Idee gehabt, dass hier auch gesammelt werden soll für die streikenden Kolleginnen und Kollegen. Finde ich eine tolle Sache. Bitte spendet und bitte tragt die Auseinandersetzung in die ganze Republik. Vielen Dank für eure Solidarität. Und jetzt spricht zu euch der Ralf Linke von der Belegschaft und sagt euch, wie es da in Usingen aussieht. Vielen Dank. Ja, einen recht schönen guten Morgen, liebe Kollegen. Erstmal möchte ich mich bedanken für den wunderbaren Applaus, den wir in Empfang genommen haben. Es tut unheimlich gut, wenn wir hier 4 Wochen schon im Streik sind und wir erfahren die Solidarität jeden Tag mehr. Es kommen von überall Leute her und sagen, wir besuchen euch, spontan wollten so ein Grillfest machen, da haben wir leider schon ein bisschen die Nachtschicht abgesagt. Das waren die Leute von Mahle. Aber wir haben jetzt 4 Wochen Leben auf dem bei uns sogenannten Wendehammer hinter uns. Die ersten 2 Wochen, die waren brutal, weil über 30 Grad haben wir da
gekocht in der Sonne. Und ja, das war, wie soll ich sagen, ja, Urlaub nicht, aber immer deprimiert waren wir da, weil wir kamen morgens dahin, die Firma war hell erleuchtet, dachte, oh, jetzt kannst du da wieder rein, da könntest du es jetzt schaffen, aber bist ja leider bisher ausgesperrt, suspendiert, wie sie sagen. Und da, die Moral in der Truppe, die stieg von Tag zu Tag. Man hat dann auch einige Aktionen gemacht und hat überlegt, die erste Aktion, die wir gefahren haben, die war sehr gut. Wir haben einmal die Börse gestürmt hier in Frankfurt. Wir sind ja hier ganz nah in Frankfurt und zum Tobel ist ein aktiennotiertes Unternehmen. Also auf mit 50 Mann zur Börse und haben da ein bisschen Rambazamba gemacht. Es war sehr gut, es kam doll an. Die Hessenschau hat dann auch reichlich immer von unseren Aktivitäten gesendet. Einmal sogar 8 Minuten lang haben sie auch eine Live-Sendung gemacht und haben sie von Werk aus berichtet, was da abgeht, wie die Leute sich fühlen. Man hat berichtet, wie wir in Dornbirn waren. Und da muss ich sagen, Hut ab vor die Leute, die da vor dem Tor standen von uns. Die haben 90 Minuten lang eine Feuerwehr-Handsirene gequält. Das Ding war anschließend heiß gelaufen. Es ging nichts mehr. Die Ohren haben uns gebrummt. Wenn ihr das sehen wollt, geht mal auf YouTube, guckt mal zum Turbelstreik rein. Es macht einen höllischen Krach. Das Vorarlberg-Tal, das wurde beschallt. Das war wahnsinnig. Ja, die nächste Aktivität, die wir hatten, die war jetzt hier vorgestern im Landtag. Da sind wir da hingefahren, weil die Polizei ja gleichzeitig, wo wir in Dornbirn waren, das erlaubt hat, das Lager da zu räumen. Ich fand es eine Unverschämtheit von der Geschäftsführung, dass sie da gleichzeitig, parallel dazu, das Lager da geräumt hat. Und Hut ab für die Leute, die da waren, auch von den fremden Kollegen, die da waren, Solidarität etc., die sich vor dem Tor gestellt haben. Recht herzlichen Dankeschön dafür, dass ihr da tatkräftig mitgeholfen, das ein bisschen zu verzögern und publik wurde, wie der Staat momentan reagiert auf uns Arbeiter. Wir wurden da zurückgedrängt, einfach die Polizei hat gesagt, die Unternehmer haben Recht. Ja, was machen wir dann? Wir müssen uns einfach nur wehren. Und wehren können wir uns einfach nur, wenn wir uns alle solidarisch erkenntlich zeigen. Eben wurde mir ein Freund draußen gesagt, wir haben auf Facebook eine Seite eröffnet, da haben wir mittlerweile schon 10.000 Zugriffe. Und es wird immer mehr. Wenn ihr das immer weiter raustragt, tun wir genau das erreichen, was Michael sagte, wir tun die Marke Zumtobel schädigen. Und genau das braucht Zumtobel. Weil wir haben den Schuhmacher da vorne oben und es ist ein Hardliner, wie es nur im Buche steht. Er hat sich bei uns vorgestellt, meine Herren, ich habe erfolgreich bei Siemens 40 Stunden eingeführt, ich habe erfolgreich 7.000 Mitarbeiter freigestellt und genauso hantierte er bei Zumtobel. Er hat die Führungsebene abgeholzt, erbarmungslos, hat seine Leute reingesetzt und ja, man ist nur einfach ein bisschen deprimiert. Vorher war ich stolz, für Zumtobel zu arbeiten. Mittlerweile, ich habe es auch gesagt schon, ich schäme mich dafür. Und ich bin froh, wenn ich den Namen Zumtobel später nicht mal hören muss. So, jetzt mache ich mal Schluss hier. Mir geht der Mund, du bist mir trocken. Und ich sage einfach Dankeschön für euch und dass ihr Solidarität zeigt. Es tut unheimlich gut. Yeah.